Okay. Hier haben wir Shop und Gasthaus in einem. Da gehen wir natürlich einmal rein. So. Ist es nicht himmlisch hier, selbst für reich und schön ist dieser Ort wirklich etwas ganz Besonderes. Schönen guten Tag, was darf's denn sein, der Herr? Ich will was kaufen. Hast du denn so was im Medium-Pilz und Ahornsirup? Kaufen mal 6 Medium-Pilze, bitte. Ja. So, der Superhammer, wieder mehr Schaden. Jawohl. Der Handschuh, mehr Schaden. Jawohl. Eine neue Handknarre, mehr Schaden. Jawohl. So, da kriegen wir mehr Abwehr, verlieren aber alles andere. Genauso bei den Sachen. Deshalb würde ich sagen, ziehen wir die erstmal nicht an. Aber Bowser kriegt noch den Happy Panzer. Über und über erfüllt von der Macht Liebe. Was kann der? Kaufen einfach mal ein, wer weiß. So. Schatzi, komm, wir können nicht die Suite buchen. Bitte, bitte, bitte. Können wir nicht die Suite buchen? Bitte, bitte, bitte. Die ist doch viel zu teuer, die Suite. Ja, dieses Haus ist bekannt für erlesensten Service, besonders in der Luxus-Suite ganz oben. Bloß etwas kostspielig ist. Ja, komm, wir gehen mal in die Suite. Schauen wir uns einmal die Luxus-Suite an. Aber ganz oben, hat er gesagt. Ne? Immer Schatz. Wach werden. Okay. Bin so erschöpft, will das Casino hier in der Nähe finden. All das suchen war so mühselig. Casino vielleicht nur ein Märchen? Okay, wo versteckt sich die Kiste hier? Und hier vor dem Fenster. Oh, auf. Wir gehen einfach einmal alle Felder hier auf dem Boden ab, auf dem Parkettboden, auf dem guten. Aber wie es nicht aussieht, ist hier nicht. Ach, guck mal hier. Und ich hoch. Es war ja naheliegend, dass die Kiste da ist, weil ich gewusst hätte, dass ich da hoch kann. So, und hier ist die Luxus-Suite. Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? Gar nicht, ich bin in die Luxus-Suite abgeschlossen. Ich möchte da rein. Ich möchte in die Luxus-Suite. Ich will luxuriös wohnen. Guten Tag, was darf sein? Übernachten. Aha. Unser Hotel Ehelingen bieten Gäste zurzeit eine formidable Sonderaktion. Wer unsere famosen Luxus-Suite nachdenkt. Wer in unsere famosen Luxus-Suite nächtigt, erhält ein ganz besonderes und exklusives Geschenk. Gut, welches Zimmer darf es sein? 200 Münzen. Oh, unsere Batterieleistung vom Gamepad lässt noch. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Komm, wir gucken uns das da mal an. Welch vorzügliche Wahl. Lassen Sie mich sofort alles Nötige arrangieren. Hier, Ihr besonderes Gastgeschenk, ganz wie versprochen. Viel Vergnügen damit. Eine Blumenkapsel. Wow. Der Page geleitet Sie auf Ihr Zimmer. Wir wünschen fürstliche Erholung. Dann gehen wir doch einmal mit dem Pagen nach oben, Herr Gast. Lassen Sie uns? Nee. Habe ich nicht Nee gedrückt? Upsi. Na toll, natürlich will ich trotzdem noch in die Luxus-Suite. Das ist jetzt aber ein teurer Aufenthalt hier. Ja, komm, wir machen es einfach nochmal. Ja, welches Zimmer darf sein? Die Suite, 200 Münzen bitte, so, Herr Page. Dann gehen wir einmal mit dem Page nach oben. Wie viele Münzen haben wir jetzt noch? 788. Dankeschön, Herr Page. Ihre Suite, Herr. Bitte fühlen Sie sich wie zu Hause. Zur Toilette empfehlen wir diesen Morgenmantel aus Velour-Frottee, der zum Zimmer gehört. Und dank unserer hochmodernen Lichtanlage ist die Beleuchtung zur Bettzeit besonders leicht zu löschen.
Und mit der Rufglocke auf dem Tisch dort drüben bestellen sie blitzschnell den Zimmerservice herbei. Als das alles war, der Herr, der Page scheint auf ein Trinkgeld zu warten. Na klar, komm. Vielen Dank, der Herr. Ich hoffe, es gefällt ihm bei uns. Ein Bademantel, doch er scheint leider in Todgröße auszufallen. Hier können wir also das Licht an- und ausmachen und einmal heiern. Und dann einmal gehen wir jetzt ins Badezimmer. Oh, da kommen sie aber gut groß wieder raus. Können wir hier den Pagen rufen? Ihnen steht zu Diensten. Was darf ich für Sie tun? Ich habe Durst. Ja, unsere Getränkekarte. Sumpfsmoothie, Muntermacher, 10 Münzen. Davon. Nur einen Augenblick, bitte. Bitte sehr, bitte gleich. Muntermacher gekauft. Okay. Mal erstmal wieder auf dem Bett rumhüpfen. Na gut, ich glaube, dann haben wir hier alles gesehen. Das war es auf jeden Fall wert, 400 Münzen dafür zu bezahlen. Wiedersehen. Es war aber auch einfach leichtsinnig von mir, da so drauf zu drücken. Und dabei sollten wir doch heute heiraten. Ach, und alles ist ins Wasser gefallen. Nach unserer Traumhochzeit wollten wir doch die erlesene Suite im Hotel genießen. Dann lasst mich das mal machen. Heiratet woanders, klar, und versucht gar nicht erst durch die Hintertür reinzukommen. Die ist nämlich abgeschlossen, hoffe ich mal. Hintertür? Hintertür? Hallo? Ich bin der beste Fotograf weit und breit, Lust auf ein Hochzeitsbild. Ich habe ein paar Typen gesehen, die hatten Kochmützen auf, sind durch die Hintertür in die Trauhalle rein. Komische Sache. So, die Hintertür in Ehelingen. Ja. Man muss nur ein bisschen suchen, dann findet man die Hintertür auch. So, und gucken wir doch mal, was seid ihr denn? Ein Kuhpartier. Eine Riesenhochzeit braucht eine Riesentorte und die wird hier gebacken. Ein Meisterwerk wird das, jawohl. Ja, ja, wissen wir. Der Bräutigam will eine Torte, die keiner sein Leben lang vergisst. Unsere leichteste Übung. Ein Azubi. Wird draufspringen? Jawohl, kann ich. Ja, was tust du da? Du selten verfrebeltes. Stiefel gefälligst woanders rein. Nein, nein, Stiefel noch mal rein. Okay, aber es wiederholt sich einfach nur immer wieder. So. Wer da? Du siehst zwar aus wie dieser Mario, aber das Tor ist bombenfest verschlossen. Kannst es also nicht sein. Zieh dich lieber von hier und deine Riesenschildkröte nimm schon mit. Kapiert? Usch, mach den Mario und hüpf raus hier. Was willst du denn machen? Wie? Da sag ich lieber rasch mal Boss, du Bescheid. Boss! Geht nicht auf. Okay, hilf mir mal die Tür aufzubrechen. Ich hüpfe, dann rennen wir gemeinsam los. Wehe, dein Timing stimmt nicht. Weit? Kann euch hier nicht durchlassen. Aber doch, wir gehen einfach mal weiter.
Na toll. So, mach mal von der anderen Seite. Okay. Das verstehe ich noch nicht. Okay, da stehe ich ja gerade mal komplett auf dem Schlauch. Tut mir leid, aber ich kann euch hier nicht durchlassen. Also irgendwie funktioniert das nicht. Ah, jetzt haben wir es geschafft. Okay. Das war einfach nur eine Frage des Treffens. Natürlich wollen wir einmal noch vorher speichern. Der Posto Mario ist hier. Ihr Nulpen könnt ihr nicht mal einen Raum nochmal betreten, anstatt hier wie bekloppt reinzustürmen. Schließt die Tür, schließt die Beeilung, schnell. Mario, bist du's, Mario? Ich bin hier drin, beeil dich, hol mich hier raus. Machen wir. So, und der Schnauzbart schafft es hier sicher nicht rein, nur der Schildkröterich, der könnte uns Ärger machen. Bowser, bitteschön. Wo sie recht haben sie recht, ich kann heilen. Ich hab Pfeffer in den Armen und Paprika in den Fäusten. Das Türchen knack ich mit Leichtigkeit. Nicht wieder gleichzeitig laufen. Oh. Nein. Okay, er schnippst zweimal und dann. Wieder eine Frage des Treffens. Oh. Diesmal ging es schneller, wenn man dann weiß, wie es funktioniert. Zack. Ach, pass doch auf. Oh je. Jetzt ist mir alles runtergefallen. Meine Schuhe, mein Ring, meine Brosche und sogar meine Krone. Meister Borstu. Was ich nicht stören, ich heirate. Also dann, meine verehrte Braut wird langsam ungeduldig, fangen wir mit der Hochzeit an. Was ist denn das? Sehe ich da Wasser in deinen Augen? Du bist doch nicht undicht, mein Schatz. Das schmeckt ja ganz salzig. Meister Borstu, ich fürchte eure Braut. Ja, ich glaube, die weint. Sie weint? Aber das machen Leute üblicherweise doch nur, wenn sie traurig sind. Ist ja eklig. So salzig wie das ist, ätzt das Zeug bestimmt alle weg. Aber warum weint die Gute bloß? Ich nehme an, dass sie der Verlust ihrer Hochzeitsaccessoires traurig stimmt. Aber natürlich, los, mach, dass sie aufhört, ehe ihre Tränen noch die Torte ruinieren und Mario auftaucht oder so. Aber Mario ist doch schon längst. Meister Borstu, wir müssen die verlorenen Sachen der Braut finden, sonst ist Essig mit der Trauung. Und die Hochzeitstorte ist auch noch nicht da. Standen, mein verhüllter Freund, ihr sucht nach ihrem Zeug, ich mach dabei mit der Zeremonie weiter. Meister Borstu, ihr solltet auf der rechten Seite stehen, die Braut steht immer links. Mir auch klar, Mensch, wollte nur sehen, ob ihr auch aufpasst. So besser, so besser. Alter Borstu, ich hab den Ring. Und hier ist die Brosche. Meister Borstu, die Schuhe, ich hab sie gefunden. Im Moment mal, fehlt da nicht noch was? Stimmt, die Krone. Oh je, man zündet schon die Kerzen an. Nicht mehr lang bis zur Trauung. Die Zeit drängt. Hüpft ins Nistern die Accessoires ab und rette die Prinzessin Peach aus der Klemme. Wenn du dich beeilst und es schnell schaffst, passiert vielleicht etwas Gutes. Aha, ihr nehmt die hier und bringt sie zu Borstu. Ich suche die Krone. Okay, wir haben die Brosche. Okay, wir haben die Schuhe. Okay.
Ja, und wir haben alles abgenommen und dann gehen wir hinter. Ah, oh, hast du gefunden? Wie wunderbar. Du hast ja nur drei Teile. Eins fehlt dir noch. Oh nein. Wo könnte denn die Krone sein? Geht doch mal weg. Wir suchen die Krone. Die Krone. Warum genau helfe ich jetzt suchen? Ja, die ist hier nicht. Die Krone, die ist weg. Ah, ich habe die Krone gefunden. Da ist die Krone, ja, warte mal. Du bist ja Mario, bist du extra hergekommen, um meine schöne Hochzeit platzen zu lassen, was? Mario! Endlich bist du hier! Oh nein, was macht denn Bowser hier? Kompliziertes Tommy, werteste. Nicht so schlimm, solange du in meiner Nähe bist, fühle ich mich sicher, Mario. Und jetzt ein Küsschen für meinen Retter. Ist ja wieder typisch. Ja, kriegt nur kurz, ja, fürs bisschen retten. Mir habt ihr es zu verdanken, dass wir hier überhaupt reingekommen sind. Ja, ich halte ja und mir erst recht, ohne mich werdet ihr auch nicht alle hier losgebracht. Brauchst du leider einen Kuss? Nun seid doch bitte still, ich weiß ja gar nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Mario, dein Küsschen. Juhu. Fühlt sich hier wie schmierig an. Du bist aus. Das sah niedlich aus. Lass uns los, Mario. Reisen wir zurück zum Pilzpalast. Der Kronminister wartet schon auf uns. Verzeihen Sie die Verspätung, der Herr. Aber dafür ist uns wohl die tollste Torte überhaupt gelungen. Unvergesslich, ganz wie Sie bestellt hatten. Aber wo steckt denn das Brautpaar? Wo ist die Festgemeinde? Oh oh. Hallo, keine Braut weit und breit. Da ist sie, ja, will sie etwa fort? Aber wer will sich dann unsere deliziösen Tortenkreation gütlich tun? Das könnt ihr einfach nicht machen, wir haben die ganze Nacht daran geschuftet. Ihr Hohlpralinen. Sofort aufhören. Halt, stopp. Okay, da wollen wir mal. Oh, wir können sogar die Torte angreifen. Machen wir. Wo die Batterie leider ist und lässt nach. Das wissen wir ja schon. Okay, er boxt jetzt doch wieder. Sofort aufhören. Sofort aufhören. So, Techniken, Geno-Boost. Erhöht die Angriffskraft. Nö, wir greifen ganz normal weiter an. Techniken, super Feuerball. Mit der Feuerblut wirkungslos, mit toll. Feuerschock, Blitzgewitter. Auch wirkungslos. Ja gut, klar, die haben ja auch eine Rüstung an, ne? Dann machen wir so weiter. Ey. Schubbel. Was? Autschauer. Was ist, du Kretin? Die Torte bewegt sich. Ab. Geht wie steife Sahne. Weiterkämpfen. Los. Bitte aber schwören können, dass. Fummel. Was denn nun schon wieder? Ja, die Torte bewegt sich. Sie bewegt sich doch. Guck doch hin. Du hast wohl zu viel am Puderzucker geschnuppert. Warum sollte ich denn lügen? Weil du Sahnetüpfchen auf den Augen hast, Mann. Na, wo
bewegt sich das Ding denn? Oh, die bewegt sich ja. Hört es sich weg an? Ah, jetzt habe ich plötzlich recht, wa? Greife mit A an, um die Kerzen zu löschen. Na gut, dann. Okay, wir löschen auf jeden Fall die Kerzen. Oh. Dann dürfen wir gleich einmal alle heilen. Ich hoffe, Mario rafft es noch nicht dahin. Nein. Dann heile uns mal. Es besiegt Untote im Handumdrehen. Ich wusste nicht mal, dass es hier Untote gibt. Stellt die KP der Gruppe komplett wieder her. 30 KP der Gruppe. Ach komm, wir nehmen den Sumpf-Smoothie. Oh, mal gucken, was die so hat. Achso, wir müssen einfach die Kerze ausmachen. Die hat keine HP. Aua. Das müssten ja alle gewesen. Aua. Man kann sagen, das müssten dann ja alle gewesen sein. Aber eine ist noch. Oh, das waren alle. Jetzt haben wir nur noch den Himbeerich. Okay, den greifen wir einfach weiter an. 1, 2. So, und du darfst einmal dich heilen. Perfekt. Und danach darfst du noch Dino heilen. Pardon, aber eine kurze Pause bitte. Das ist Meister Borstos Hochzeitstorte. Er wird garantiert ausrasten, wenn einer davon nascht. Nummer 1, wo ist denn nun meine Torte? Meister, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass ihr auf etwas Tortenähnlichem steht. Das soll eine Torte sein. Oh Mann. Na dann, bleibt nur noch eine Sache zu klären. Wie verspachtelt man so ein Ding? Ich bin dafür, dass wir es kochen. Nummer 2, was hältst du davon? Hey, da gibt's doch einen riesen Schweinerei-Boss. Wieso schluckt ihr die Torte nicht einfach herunter? Wie, in einem Stück? Leichter gesagt als ein Mensch. Schau, Meister, das schafft ihr Mund auf, Augen zu. Gar kein Erwartungsdruck. Oh wei. Dieses Rampenfieber halt zum Bartbruch. Tipp. Halt, stopp. Hat sich die Torte gerade bewegt? Konzentration, Meister. Mir ist nicht wohl bei der Sache. Rein damit. Ist, da spüre ich da gerade eine Gefühlsregung. Kaum Freude bekommt die Tränen. Glückwunsch, Meister. Zeit ist nun offiziell vorbei. Ich danke euch allen. Dann war es das wohl, verschwinden wir hier. Die 25 Erfahrung, cool. Das war wirklich tapfer von dir, Mario, mein unbeugsamer Held. Also gut, brechen wir auf, ja? Aber ist es zu fassen, beinahe hätte ich dieses borstige Scheusal heiraten müssen. Doch eines Tages irgendwann finde ich sicher den richtigen. Hallo? Weg ist er. Peach, die Prinzessin des Pilzkönigreichs, hat sich der Gruppe angeschossen. Leite sie nach Hause. Aber wo ist der? Wie, kein Stern? Das ganze Dilemma ohne Stern? Na gut. So, dann speichern wir noch einmal ab.
Da mir leider Gottes die Stimme davon segelt heute, ich weiß warum auch immer das der Fall ist, würde ich jetzt an dieser Stelle leider schon Schluss machen. Heißt, heute waren die Folgen nicht 30 Minuten, heute waren es leider nur jeweils 25 Minuten Folgen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Ich bedanke mich trotzdem vielmals fürs Zuschauen, wünsche euch noch viel Spaß und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal, macht's gut und tschüss.